Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Reichhaltiges Angebot am Brucker Wochenmarkt am Mittwoch und am Samstag. Fußball, die Jungfalken von Rapid Kapfenberg besiegen den TuS Krieglach klar und das Wetter morgen wechselhaft. Auf dem Kalender gibt es ihn schon seit einigen Wochen. Aber noch lassen die Temperaturen für einen richtigen Frühlingsbeginn zu wünschen übrig. Der Brucker Bauernmarkt sendet schon jetzt die Vorboten des zu erwartenden Frühlings voraus. Was gibt es nun alles zum Frühlingssaisonauftakt? Die frischen heimischen Salate, Vogelsalat, Reschersalat, Butterhäuptel. Dann gibt es jetzt die Radieschen, die jungen Karotten. Das ist hauptsächlich jetzt im Frühling. Erfreulich, dass das Angebot aus regionalen Gebieten kommt. Da weiß der Konsument, was er für sein Geld bekommt. Obst, Äpfel und Birnen. Das ist momentan der Jahreszeit entsprechend. Wenn es ein bisschen wärmer wird, in meinem Kalender ist es schon Frühling. Ja, aber dann kommen die heimischen Erdbeeren und auf die freuen wir uns schon. Das ist das erste heimische Obst dann. Besonders erfreulich ist die Farbenpracht aus heimischen Gärtnereien. Die Blumen nähren das Auge und den Sinn. Blumensorten sind jetzt momentan die Stiefmütterl, großblumig, kleinblumig, die Ruckerl. Dann gibt es Vergissmeinnicht, Primeln, Narzissen, Ranunkeln, das wären eigentlich die wichtigsten Blumen. Der alte Spruch, dagegen sei kein Kraut gewachsen, wird durch die Vielfalt aus dem Kräutergarten ad absurdum geführt. Naja, zum Muttertag kommen dann schon die Balkonblumen. Das sind Pelargonien, Sorfinien, es gibt da die Beetblumen schon. Also da gibt es verschiedene Arten von Tagetes, Wachsbegonien, Agaratum, Aschenkraut, was halt so dementsprechend dann in der Zeit angeboten wird, was frostfrei zum Bepflanzen geht. Er ist aus dem Stadtbild von Bruck an der Mur nicht mehr wegzudenken. Ewald Moser, der Polizist von der Stadtpolizei. Was macht ein Polizist am Bauernmarkt? Die Marktstandl, was ist, sind, ist ja quasi ist alles Produktion aus der Umgebung. Gell? Die, was zum Teil das selbst produzieren, die haben da die Möglichkeit des Verkaufes. Und wir als Polizei, als Gemeindepolizei, höhen die Standgebühren ein. Gell? Das ist aber die meisten, die was immer kommen, die haben schon eine Abbuchung, so wie ein Dauerauftrag. Und die, was seltener kommen, oder periodisch, so wie die, was Pflanzen anbauen, also Pflanzen aussetzen und nur zur Anbauzeit kommen, die kassieren mir extra, also quasi direkt das Geld kassieren mir ein. Und da sind die Laufmeter, sind 72 pro Laufmeter wird da kassiert. Gell? Und das ist unsere Aufgabe. Auf ihn trifft der Spruch zu, die Polizei, dein Freund und Helfer im wahrsten Sinn des Wortes. Weil einfach die Leute das Bedürfnis haben, wenn irgendwas ist, sagen sie das und das und die wollen irgendwie eine amtliche Person auch sehen, wo man sich artikulieren kann und das erzählen kann. In Zeiten wie diesen sind die amtlichen Personen besonders wichtig. Und ich fühle mich beauftragt, ich mache es gern. Gell? Und was man gern macht, ist nicht Arbeit. Das ist Zusammentreffen unter Freunden mit Dienstcharakter. Ist Ewald Moser ein strenger Polizist? Härte, wo Härte gebührt, und streng, wo streng, also milde, wo milde gebührt. Gell? Ich schaue schon auch, dass Einnahmen reinkommen. So ist das nicht, dass ich alles toleriere, weil Gutmütigkeit wird ausgenutzt. Das kennen wir ja. Erfreulich, wenn man jemanden anmerkt, dass er seine Tätigkeit mit Freude ausübt. Ich bin jetzt im 41. Dienstjahr. Und wie gesagt, es ist, man muss ja alles, was man macht, mit einer gewissen Freude machen. Gell? Dass man eben, und dann fällt es einem leichter von der Hand. Und auch mit einer gewissen Toleranz. Gell? Nicht immer so päpstlicher wie der Papst, wird man solche Dinge lehne ich ab. Die Aufgaben der Stadtpolizei haben sich im Laufe der Jahre und Reformen stark verändert. Der Bürger fühlt sich gut aufgehoben, wenn er weiß, dass das Auge des Gesetzes sehr gut sieht. 150 Zuseher sind zu diesem Oberliga Nordderby Rapid Kapfenberg gegen Krieglach gekommen ins Highway-Stadion. Und für beide Teams geht es um viel. Die jungen Kapfenberger, Durchschnittsalter 16 Jahre, wollen als Außenseiter eine Osterüberraschung liefern. Schiedsrichter heute Alexander Lappi aus Lebring. Krieglach in Schwarz spielend kommt er gleich zur Freistoßmöglichkeit. Michi Gärtner, der ausführende Zocher im Rapid-Kapfenberg-Tor, hat mit dem Freistoß kein Problem. Darauf folgend gibt es einen Abwehrfehler der Kapfenberger. Krieglach kann das Geschenk nicht annehmen, bei Zocher ist Endstation.
Nun geht's in die andere Richtung, Kapfenberg-Angriff. Krieglachs Abwehr lässt sich nach Hereingabe entblößen und Bojan Lazovic hat keine Mühe, macht das 1:0 für Rapid Kapfenberg in Minute 13. Ein Auftakt nach Maß für die Susic-Truppe. Gute 20 Minuten gespielt, Krieglach hat noch nicht ins Spiel gefunden, die Bewegung ohne Ball nicht gut, viele Abspielfehler bisher im Spielaufbau. Aber darauf folgend gibt's für die Gäste einen Hochkaräter. Karlon kommt zum Abschluss. Der Schuss zu zentral ausgefallen. Die Chance dahin. Rapid Kapfenberg macht das heute besser. Schneller Angriff. Der Ball geht da über 3-4 Stationen. Reingabe auf Brunner. Und der trifft mit Raumschuss zum 2:0 nach Kollabzuspiel. Tolles Tor. Aber so alleine darf man Brunner da nicht lassen. Zum Drüberstreuen gibt's noch einen Kapfenberg-Elfer, schaut nach Schiri Ostergeschenk aus, ist aber nicht so. Masovic hat da mit der Hand einen Gegenspieler umklammert. Peter Baric tritt an und macht das 3:0 für Kapfenberg. Und mit diesem 3:0 geht's in die Halbzeit. Krieglach muss sich nun für die zweite Spielhälfte was einfallen lassen, sonst kann man das Spiel nicht drehen. Nun gibt's einen Kapfenberg-Freistoß. Stummer hat Mühe bei diesem Fernschuss. Krieglach rafft sich auf, kommt besser ins Match und kommt da auch zu einer Möglichkeit. Zocher reagiert da gut nach Butzgeschoss. Thomas Kern, der Kapfenberg-Masseur, muss da ran. Der Dom war selbst ein guter Landesliga-Kicker, betreut die Kampfmannschaft in der Skygo ersten Liga, die Landesliga-Truppe und die Oberliga-Truppe. Und der Dom ist ein super Bursch mit Herz dabei, Woche für Woche. Manuel Rust holt sich dafür diesen Einstieg die Gelbe. Kapfenberg kommt da zu einem hundertprozentigen Sitzer. Stummer verhindert da diese Großchance gekonnt. Krieglach zeigt nun ein ganz anderes Gesicht wie in Hälfte 1, kommt nun zu mehr Möglichkeiten. Karlon verzieht da, knallt daneben. Da wollten die Gäste einen Elfer nach Attacke am Putz, aber das Pfeiferl bleibt stumm und das zu Recht, das war gar nichts. Aber darauf folgend gibt's doch einen Elfer für Krieglach, die Entscheidung. Okay, da wurde ein bisschen plump attackiert. Karlon tritt an und macht das 1:3 aus Krieglacher Sicht. Zocher war zwar dran, da hat den scharfen Ball auf die Latte gelenkt. Krieglach probiert nun nochmal alles, aber im Abschluss tut man sich schwer, versemmelt viel zu viel. Das Match wird härter, ist schon in der Endphase. Thomas Brunner, Krieglach muss mit Gelb-Rot vom Feld. Darauf folgend gelingt Rapid Kapfenberg nach Freistoßflanke durch Christoph Brucker mit Kopf das 4:1. Der Kapfenberg-Dreier nun schon in trockenen Tüchern. Dann lässt man sogar noch einen Sitzer aus Kapfenberger Sicht, aber eine heiße Szene, die gibt's noch. In Minute 94 muss Manuel Rust mit Gelb runter vom Platz zwecks Kritik. Schiri Lappe hatte in Hälfte 2 einiges zu tun. Aber Kapfenberg hat mit dem 4:1-Sieg gegen Krieglach ein starkes Lebenszeichen abgegeben. Man hat gesehen, diese junge Mannschaft, die kämpft um die Oberliga-Zugehörigkeit. Und für Krieglach kann es noch eng werden. Beim nächsten Heimspiel gegen Vonsdorf, da soll ein Dreier her. Aber da fehlen 3 Mann. Heute war es richtig fein in unserem Sendegebiet. Sonne, wohin man schaute und dazu Werte um die 20 Grad. Morgen ist es vorübergehend etwas launiger, die Werte bleiben aber mild. Das Wochenende bietet dann schon einmal einen Vorgeschmack auf den kommenden Sommer.